So, wir sind angekommen in der Halle der Magie. Das ist der erste Boss. Das ist eigentlich ganz einfach. Das ist halt im Prinzip so ein Buch. Da müssen wir halt ein paar AOEs ausweichen, da mal eine Seite switchen. Also nichts Besonderes, aber nichts besonders Schweres. Das ist zum Beispiel die AOE raus, wieder rein. Das macht man im Wechsel. Stelle ich mich raus, also habe ich reingestellt, gehe ich raus, also rein in die Au, also wieder in die Mitte. Da war ich zusammen, ich habe alles getroffen, ich krieg Gewicht und gemacht und jetzt beginnt die nächste Phase. Die Offenbarung, jetzt gehen wir auf die andere Seite. Wenn wir jetzt auf der Seite bleiben, sterben wir. Der tötet einen instant. Jetzt geht es hier von 9 los, sprich wir spielen das Spiel von vorne. Es gibt allerdings noch den Boden, also da rutschen wir drauf, da müssen wir gleich wieder rüber rutschen. So, jetzt fange ich schon an zu rutschen, weil ich nach vorne gedrückt habe. Zack. Überflieger macht natürlich Schubsen, ist AOE-Schaden. Wintergruß ist auch AOE-Schaden, der Schubsen da nicht mehr hin. Beziehungsweise macht Glatteis. Und jetzt ist wieder Offenbarung, jetzt gehen wir wieder da durch. Wir können übrigens auch im Buchrücken stecken bleiben, wenn wir zu stark, also zu mittig rutschen. Da kommen wir übliche Schaden rein, einfach ausweichen. Zack. Mehr kann die auch nicht. Das hat mich nicht erwischt, aber hätte mich erwischen können. Überflieger, wenn wir nach hinten geschubst. Der Wintergruß, der macht wieder Glatteis und AOE-Schaden. Müssen wir halt so ein bisschen aufpassen. Offenlegung ist wieder Phasenswitch, das heißt, wir gehen hier rüber. Und jetzt bleibt der Heiler zum Beispiel im Buchrücken stecken. Dann ist man down. Jetzt haben wir natürlich das Problem, Heiler down, wir down. Aber das macht halt gar nichts, weil der Tank kann heilen. Das heißt, ich habe mit dem Tank abgesprochen, dass er mich heilt. Also, dass er uns heilt im Prinzip. Und das wird auch gleich machen. Weil der kann auch claimen. Ja. So, jetzt kriege ich den hier. Krieg so gleich, glaube ich, noch einen. Ja, da kommt noch einer. Dass ich das überlebe. So machen wir das auch ohne Heiler. Überflieger, da werden wir wieder geschubst. Und ich charge gleich nach vorne und dann gib ihn. Schlitze ich das Buch natürlich auf. Und das war der erste Boss.